Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Wir sind auf dem Weg hier ins Lagerhaus, glaube ich, oder in die Fabrik hier. Ne, in die Fabrik, wo ich eigentlich Rohre und Betonblöcke laden könnte. Nur brauchen wir dafür erstmal ein passendes Fahrzeug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann müssen wir erstmal nach einem passenden Fahrzeug Ausschau halten. Ich brauche einen Sattelschlepper. Für die... Ist die Frage, bergen wir den umgekippten und machen Sattelschlepper da draus? Wäre eine Möglichkeit. Moment, ich habe doch den Longhorn, der ist ein Sattelschlepper. Der steht doch da hinten. Das ist eine Idee. Dann holen wir gleich den Longhorn. Besorgen für den Auflieger. Muss mal gucken, wo der kürzeste Weg ist. Aber ich glaube, wenn wir zu dem Tankwagen fahren. Weil da war auch ein Anhänger-Dings. Oder halt hier lang, ne? Der Weg ist natürlich sehr viel einfacher zu fahren. Also, abgesehen von diesem Stück hier. Das ist eher nicht einfach. Eher nicht so einfach. So. Hier kommen wir jetzt auch wieder vorwärts. Das muss ich jetzt echt mal gucken. Entweder wir fahren zur Werkstatt, holen dort einen Anhänger. Den könnten wir hier dann noch mitnehmen und dort vertickern. Den Anhänger. So, Motor aus. Das muss ich gerade mal gucken. Ach, da fahren wir den Weg. Zur Tankstelle bis hier zur Werkstatt. Das wäre natürlich schon ein ganzes Stück. Oder ich fahre halt den Weg bis hier zur Fabrik. Da kann ich nämlich auch tanken. Und hier haben wir dann auch einen Anhängershop. Und dann müssen wir den Weg zurück. Allerdings macht es dann keinen Sinn, dass ich den Anhänger hier hole. Was wäre die nächste Alternative? Keiner eigentlich. Ja, dann fahren wir mal mit dem hier. Dann fahre ich. Fahre ich mit dem bis zur Fabrik da. Hol dort den Sattel, den Auflieger, mit dem wir die Rohre transportieren können. Ich bin mal gespannt, wie viel wir auf einen Auflieger draufkriegen. Wenn wir da immer nur eine Ladung draufkriegen, dann müssen wir ganz schön oft fahren. Aber andererseits ist es auch ein großer Auftrag, ne? Oder ich muss mal gucken, ob ich woanders die noch irgendwo herkriege. Das wäre die andere Alternative. Der hier zieht natürlich schon sehr viel besser durch als der Chevy. Hat allerdings auch permanent Allrad und permanent Sperre. Das darf man halt nicht unterschätzen.
Ja, bis zum Tankwagen sollten wir auf jeden Fall kommen mit dem Sprit. Da können wir nochmal voll tanken. Den Auflieger holen. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir mit dem Tankwagen kommen. Oder ob wir da auch nochmal irgendwann zur Tankstelle noch dudeln müssen. Aber das sehen wir dann. Weil der hat jetzt auch unter 1000 Liter nur noch, ne? 900 irgendwas, glaube ich. Aber jetzt sind wir ja erstmal gleich da. Und dann müssen wir, glaube ich, kurz die Nacht überspringen. Weil nachts im Dunkeln fahren macht nicht so viel Sinn. Und es ist ja durchaus sinnvoll. Die Leute müssen ja pennen, ne, irgendwann. Deswegen finde ich das völlig okay, wenn die Feierabend machen und wir zum nächsten Tag springen. Auch wenn ich ja sonst eher einer bin, der es nimmt, wie es kommt. Aber gerade, also es ist ja logisch, ne? Also für mich klingt es logisch, dass die Leute nachts schlafen und halt tagsüber ihre Arbeit verrichten und nicht rund um die Uhr fahren. Licht können wir aber schon mal anmachen. So, Kurve. Kurve. Dann holen wir den Anhänger. Ne, wir tanken erst und holen dann den Anhänger. Oder den Auflieger. Dann kann ich auch rückwärts an das Ding dran fahren. Das macht Sinn. So, Moment. Stopp. Einmal nachtanken, bitte. So, jetzt überspringen wir die Nacht. So, neuer Tag, neues Glück. Dann holen wir einen schönen Auflieger, mit dem wir die Rohre transportieren können. Konnte weder die Betonblöcke noch die Rohre konnte ich transportieren. Muss ich dann nur mal gucken, wie viel wir mit dem Auflieger transportiert kriegen. Ne, schwerer Wasserauflieger, nee. Tieflader, breiter Tieflader. Das hat 5 Ladungsdinger. 3 brauchte ich pro für einmal Rohre, ne? 3 auf. Haben wir denn noch welche, die mehr haben? Der hat 4. Und der hat auch 5. Keinen mit 6? Doch, der hat 8. 8 ist gut. Dann sollte ich auf jeden Fall 2 Dinge transportiert kriegen. Das ist natürlich eine ordentliche Ladung, ne? 9400 kostet der. Versuchen wir den mal. Und das größte Problem ist natürlich, dass das Teil unglaublich lang ist. Aber andererseits hat der Longdongs-Dings hier auch einen hundsmiserablen Wendekreis.
Das ist, passt dann vielleicht. Gucken wir mal. Wie der sich so schlägt. Ob wir mit dem Gefährt weiterkommen. Oder ob gleich Ende Gelände ist. Hätten wir einen stärkeren Motor gebraucht. Oh, bis jetzt sieht es sogar gar nicht so verkehrt aus. Sprach's und hing fest. So. Insgesamt würde ich ja schon sagen, ist er eigentlich ganz gut gerüstet, der hier. Natürlich die Frage, ob wir dann nachher über, durch das Schneefeld durchkommen. Ich glaube, wir gehen konstant in den hier. Kann ich hochschalten? Kann ich. Dann schaltet er nicht die ganze Zeit hin und her, sondern wir sind in einem schnellen Lastgang unterwegs. Ja, ich bin nur mal gespannt, ob das gleich auch noch funktioniert, wenn der voll ist. Und ob wir tatsächlich nur zwei Rohre drauf kriegen oder vielleicht auch noch einen Betonblock oder so. Gucken, was da so geht. Da bin ich ja schon mal gespannt. Ist schon ein ganzes Stück zu fahren, ne? Aber der andere Weg zur Werkstatt wäre auch nicht kürzer gewesen, der wäre länger gewesen. Hätte ich vielleicht gewählt, wenn wir komplett Beton, also Teerstraße hätten fahren können. Aber das wäre ja nicht mal gegangen. Von dem her war das hier schon der beste Weg, würde ich sagen. Insgesamt schlägt er sich ja ganz tapfer bisher. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, aber ist ja eigentlich schon eine der schweren Zugmaschinen. Ich denke mal, der Navistar wäre noch besser gewesen, der wäre vor allen Dingen wendiger, weil er einfach A kürzer ist und B einen besseren Wendekreis hat, also auch die Vorderräder weiter einschlagen kann. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber der Navistar hätte ein bisschen schlechtere Reifen. Da haben wir keine Ketten drauf. Also hier hätten wir sie jetzt gar nicht mal so gebraucht auf dem Stück. Aber spätestens ein Bergfluss, glaube ich, da brauchen wir Ketten. Ups. Möglichst weit ausholen.
dass ich mit dem Anhänger da rumkomme. Ich hätte eigentlich schon weiter außen anfangen müssen, ich habe es nur verpennt. Ne, das ist die falsche Richtung, mein Lieber. Ich würde schon gerne in die Richtung da irgendwo winden. Das Problem ist, es geht nicht. Na gut, können wir hier... So, kriegen wir zumindest dann mal so rum, dass wir da um die Kurve kommen. Muss ich nur zu helfen wissen, ne? Man darf es verbocken, aber man muss sich halt zu helfen wissen. Hier muss ich wieder möglichst weit außen fahren. So mit dem Anhänger da rumkommen. Ja, das funktioniert aber. Hoffe ich. Ja, funktioniert. Sehr gut. Ja, dann noch das Schneefeld da unten und dann haben wir zumindest den ersten Punkt schon mal geschafft. Dann sind wir nämlich am Aufladepunkt. Und dann müssen wir es nur noch in Anführungszeichen zum Abladepunkt schaffen. So rein theoretisch nur noch. Aber hier kommen wir ganz gut durch. Ob nachher beladen auch noch, das ist mal da. Das ist jetzt mal noch offen. Aber zumindest unbeladen, Backup kommen wir gut durch. Ist schon Wahnsinnsanhänger, ne? Oder Auflieger. Das muss man schon sagen. Das war ein bisschen matschiger, als ich gedacht hatte. So. So, Frachtverwaltung. Großes Rohr. Also zwei können wir transportieren. Kann ich jetzt noch Betonplatten transportieren? Könnte ich, wenn es hier welche gäbe. Hä? Gibt's nicht. Okay, wir können zwei von drei Rohren transportieren. Dann könnte ich aber jetzt diesen Transport machen, dann auf dem Rückweg den Auflieger nochmal tauschen gegen einen kürzeren, weil wir dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Ladung. Das machen wir. Dann machen wir jetzt, weil dann brauche ich ja nur noch ein Rohr, auf den die anderen hätte ich alle keine zwei Rohre drauf gekriegt, deswegen... Ist das schon der richtige Weg, glaube ich, den wir jetzt eingeschlagen haben. Hm.
Weil wenn wir dann nur noch eins transportieren müssen, dann reicht tatsächlich die kleineren, damit sind wir dann wendiger und einfacher unterwegs. Vielleicht kriegen wir ja noch zwei Betonblöcke drauf. Ich muss nur mal gucken, wo ich die laden kann. Vielleicht haben wir da ja unterwegs Chancen. So, aber was ich auch sehe, ist, dass die Folge vorbei ist. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, ne? In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.